Eine Produktprosa, bei der man sich vor Lachen kaum auf dem Stuhl halten kann. Ein Name, der bei jedem Gegenspieler für Verwunderung sorgen wird. Ein provokantes Belagscover, gleich drei nachvollziehbare Gründe für uns, wieso wir den Schmerz von Sauer und Tröger natürlich direkt in unsere Halle befördern wollten. In unserem Test zeigen wir, wie sich der Langnoppenbelag auf euch und eure Gegenspieler auswirkt. Um es vorwegzunehmen, ein wenig enttäuscht waren wir ja schon darüber, dass dem Teil in der auffällig gestalteten Verpackung keine Schmerztabletten beigelegt wurden. So mussten wir die ersten Schmerzen, die wir vor Lachen aufgrund des Lesens der Produktbeschreibung hatten, irgendwie anders loswerden. Aber nun zum Wesentlichen. Das leuchtend rote, leicht transparente Gummi hat einen relativ dicken Noppenboden und wirkt insgesamt sehr robust. Die relativ harten Noppen sind hochgriffig. In unserem Test haben wir den Schmerz mittels Klebefolie auf ein bewährtes Nitago Shake Defense geklebt. Bei den ersten Schlägen am Tisch wirkt der Schmerz unerwartet langsam, gleichzeitig aber auch sehr sicher. Eindrucksvoll sind dabei vor allem die ultrakurzen Stops und Ablagen, die sich mit dem Gummi generieren lassen und den Gegenspieler häufig ins Leere schlagen lassen. Hier scheint sich das dickere Noppengummi dämpfend auf ankommende, schnelle Bälle auszuwirken. Somit sind auch einfache Hinhalteblocks auf harte Topspins möglich, wenn der Winkel stimmt. Eine gehörige Portion Unterschnitt lässt sich mit dem Schmerz durch Hackblocks generieren. Auch aus der Halbdistanz ist die Schnitterzeugung auf einem relativ hohen Niveau und sorgt damit beim Gegner durchaus für Armschmerzen beim Nachziehen. Für ihn bedeutet dies, nach 2 bis 3 Mal hartem Durchrohren landet der Ball fast immer im Netz. Aus der langen Abwehr heraus ist der Unterschnitt nicht mehr ganz so brachial, aber immer noch auf einem hohen Niveau. Unserer Meinung nach ähnlich wie beim Wobbler. Eine gute Figur macht der Schmerz auch im Offensivspiel. Hier reicht die Schlagpalette vom Konter über Schuss bis hin zum leichten Pseudo-Topspin, der allerdings auch leicht zu lang werden kann. Die Spieleigenschaften erinnern dabei durchaus an die einer mittellangen oder kurzen Noppe. Der Störeffekt ist insgesamt sicherlich nicht ganz so wie beim Vitex oder LSD. Krumme Flugbahnen erzeugt der Schmerz aber durchaus beim Seitenwischer. Kommen wir also zum abschließenden Fazit. Mit dem Schmerz hat Sauer und Tröger einen interessanten Langnoppenbelag für das Spiel am Tisch und aus der Halbdistanz geschaffen, der vor allem durch seine hohe Kontrolle besticht und dabei in der Lage ist, eine gehörige Portion Unterschnitt zu generieren. Ebenfalls besonders ist unserer Meinung nach der dämpfende Noppenboden, durch den Stoppbälle zum Kinderspiel werden, sowie die vorhandenen Offensivoptionen. Abstriche muss man auf der anderen Seite lediglich beim Störeffekt machen.